Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und mit mir hostet diesen Podcast heute wieder einmal unser Digitalchefredakteur Gerd Stegmeier, der wieder mal im Homeoffice zugeschaltet ist. Deswegen, hi Gerd. Ja, servus Luca. Wir wollen heute mal wieder über das Thema Laden von Elektroautos reden. Genau über Wallboxen, deren Software und wieso das alles immer so schwierig zu sein scheint. Außerdem wollen wir natürlich auch über das Thema bidirektionales Laden sprechen und über Cybersecurity. Dafür haben wir Marco Müller, einen der Gründer von Pionix, eingeladen. Pionix, das ist ein Startup, das Software für Wallboxen entwickelt und seinen Kunden nicht weniger verspricht als 55% Kosteneinsparung, finde ich einen ziemlichen Hammer. Auch ein Hammer ist, dass sie, ich glaube, vor wenigen Wochen erst knapp 5,5 Millionen Euro eingesammelt haben und eigentlich noch viel mehr einsammeln hätten können und nur die Hälfte haben wollten. Darüber sprechen wir aber erst später, denn was auch noch zu sagen ist, wir hatten ja schon mal Peter Mertens bei uns im Podcast, den Ex-Audi-Entwicklungschef und auch Ex-Entwicklungschef von Volvo, der auch, ich glaube, bei Pionix mit an Bord ist und da unterstützend zur Seite steht. Deswegen, hallo Marco, schön, dass du dir Zeit genommen hast und dass wir heute so früh, ich glaube, wir haben noch nie so früh einen Podcast aufgenommen, mit dir sprechen können über all die Dinge. Hallo Luca, hallo Gerd. Ja, schön, dass ich da sein darf. Ja. Marco, zuallererst mal kurz zu deiner Person, dass du vielleicht ein bisschen dich vorstellst, wer du bist, was du bis jetzt gemacht hast und was du jetzt tust. Genau. Wer bin ich? Wo komme ich her? Ich hatte mal direkt nach der Realschule eine Ausbildung gemacht bei damals Blaupunkt, also Bosch kennt vielleicht manche Autoradio-Manufaktur. Da gelernt, wie man Autoradios repariert, danach angefangen zu studieren, Physik und Informatik. Physik dann irgendwann promoviert, währenddessen das erste Startup gegründet. Das waren dann kleine Drohnen, also Fixed Wing, also so kleine Modellflugzeuge, die ein Fotoapparat drin hatten und zur Landvermessung eingesetzt werden konnten. Wir waren dann zwischenzeitlich auch, ich glaube, so 2-3 Jahre lang die genaueste Drohne weltweit. Also es geht dann quasi darum, ich sag mal, Tagebaute oder ganze Stadtviertel im Zentimetermaßstab exakt aufzunehmen für Vermessungszwecke, für große Infrastrukturmaßnahmen. Haben das eine Weile gemacht, 2009 bis 2016, haben die Firma verkauft und eine Weile bei Intel geblieben, beim Käufer. Und ja, ab 2020 haben wir dann was Neues gesucht und sind über so ein paar Consulting-Projekte in der E-Mobilität gelandet und haben daraus Pionix gegründet. Auch die Motivation für das ganze Pionix kam so aus der Welt. Wir hatten nämlich eigentlich einen Auftrag bekommen, ja, wir müssen hier Mittelständler helfen, eine Wallbox zu entwickeln. Also yet another Wallbox, sage ich immer ganz gerne. Es gibt hier schon nicht gerade wenig verschiedene da draußen. Haben das angeguckt, dachten, okay, Wahnsinn, wir müssen hier wahnsinnig viel Engineering machen, um erstmal aufzuholen, dass man halbwegs auf dem gleichen Level wie der Wettbewerb ist. Und dann kann man erstmal die tollen Features oben drauf setzen, die dann den Kunden genau besonders machen würden. Lohnt sich das wirklich? Ist das die richtige Herangehensweise? Was nämlich in der Drohnenwelt passiert war, ist, am Anfang hat jeder es selber gemacht, also wir auch. Ich habe ganz viel 3D-Flugplanungssoftware geschrieben, so wie rastert eine Drohne einen Berg ab, so in 3D, das war so mein Steckenpferd. Mein Kollege hat ganz viel dafür gesorgt, dass die Drohne überhaupt fliegen kann und oben bleibt. Das sind eigentlich so langweilige Standardprobleme, so dass das ganz Besondere, so wie fliege ich um ein Windrad herum, so in 3D, das ist schwierig, aber da hatte niemand mehr Zeit, um sich zu kümmern, weil alle sie diese Standardprobleme lösen mussten. Bis dann irgendwann, so ich weiß nicht, 2017, so aus dem exponentiellen Wachstum heraus plötzlich, bumm, da war's, ein Standard-Open-Source-Drohnenbetriebssystem, was auch von der Firma betreut wurde, aber wahnsinnig viele Startups genommen haben, auf dem Markt waren. Und jeder, der das genommen hatte, war wahnsinnig viel schneller entwickeln, viel günstiger. Und alle, die noch selber gebaut haben, bis ins letzte Detail, wurden halt immer von der Innovation abgehängt und überrollt. Und mit der Erfahrung im Hinterkopf dachten wir, okay, warum sollte es in E-Mobilität nicht genauso sein? Haben uns das ein bisschen angeguckt, gemerkt, es gibt ganz viele Branchen, wo erst jeder alles selber gemacht hat. Und irgendwann gab es dann diese Vereinheitlichung von, man nutzt gemeinsame Software, gemeinsames Open Source. Und wir dachten, okay, wenn das hier in E-Mobilität noch nicht gibt, dann machen wir das jetzt halt. Und dadurch ist Pionix entstanden. Okay. Bist du auch so ein Open Source Typ? Also das dir das wahnsinnig wichtig ist, oder ist das mehr so Mittel zum Zweck bei dir? Ja, sagen wir so, ich bin jetzt nicht ideologisch, dass ich sage, das muss alles Open Source sein. Ich sehe einfach die ökonomischen Vorteile davon und sehe einfach, dass es für gewisse Sachen wahnsinnig viel Sinn macht. Nicht für alles, man muss da schon durchaus unterscheiden. Firmen brauchen ein Geschäftsmodell, muss halt gucken, wie man das auftrennt und was auf welche Seite gehört. Aber es gibt halt Sachen, wo es einfach
die Erfahrung gezeigt hat, dass es viel günstiger ist, viel besser ist und viel innovativer ist, wenn man sich zusammentut. Du hast jetzt gerade gesagt, angefangen mit Autoreparieren, genau, und dann Software geschrieben, promovierter Physiker, klingt alles total technisch, aber wo kommt eigentlich diese Business-Seite her? Also warum Startups gründen und warum kannst du das? Also erstmal glaube ich, es gibt ja kein, also theoretisch kann man das glaube ich studieren, Startup-Zeugs, vermutlich in irgendeinem BWL-Unterfach. Ich glaube aber, die allerwenigstens kommen über diese Schiene zu den Startups. Ich glaube, es ist einfach eine gewisse Neugierde, die man mitbringt, in Offenheit und Risikoaffinität, aber trotzdem muss man halt schon wissen, was man tut, sonst verbrennt man einfach nur Geld. Trotzdem gibt es noch so einen kleinen anderen Richtung bei mir. Mein Vater ist Einzelhändler in einer sehr exotischen Branche, Imkereizubehör, also so von Bienenhäusern bis okay, sonst was. Und ich habe halt da ab, ich glaube, so im Alter von 6 oder so mit hinterm Tresen gestanden und Leuten beraten und Sachen mitgehandelt. Vielleicht hat das auch noch einen kleinen Einfluss. Also technisch studiert und kaufmännisch sozialisiert. Genau. Alles klar. Okay, du hast gerade eben schon anklingen lassen, ihr habt ein Startup gegründet, das habt ihr dann verkauft an Intel, wenn ich es richtig verstanden habe. Intel war mir jetzt nie so bekannt als die Drohnenmacht. Was ist da passiert? Musstest du raus dann 2020, weil Intel gesagt hat, wir erasen jetzt all? Oder, mal gucken, was ich denn davon... Also ich versuche es mal High-Level zusammenzufassen, soweit ich das machen darf. Also erstmal, Intel hatte einen CEO, ich glaube, der war auch selber Pilot, Brian Krasanich, der war sehr, sehr drohnenbegeistert und Drohnen produzieren wahnsinnig viele Daten. Für wahnsinnig viele Daten braucht man wahnsinnig große Rechenzentren. Da ist schon eine gewisse Synergie da. Außerdem war er fasziniert davon, dass, wenn man so will, war das dann Hobby-Pet-Project. Ich glaube, viele CEOs haben irgendein Seitensteckenpferd, was sie gerne mitfördern. Deswegen gab es diese Drone-Unit irgendwann. Die haben zwei deutsche Startups gekauft. Uns, die Mavinci GmbH und aus München die Ascending Technologies GmbH. Wir kannten es auch vorher schon, haben dann gemeinsam mit weiteren Leuten aus Intel die Drone-Unit gegründet. Ich glaube, in der Spitze waren wir 300 Leute oder so. Also war gar nicht so klein. Hui. Genau. Haben das dann typisches Corporate Lifecycle 3 Jahre lang versucht, haben nicht so richtig Fuß gefasst mit dem Ganzen, haben es dann irgendwann wieder nach und nach aufgehört. Ich formuliere es mal so. Und diese Open Source Disruption ist da nicht ganz unschuldig dran. Fun Fact, es haben auch Leute versucht, mit sehr, sehr viel Geld so etwas wie ein gemeinsames Closed Source Drohnenbetriebssystem zu gründen. Einfach die Idee, Software zu vereinheitlichen als Open oder als Closed Source, wurde beides in der Drohnenindustrie probiert. Die Closed-Source-Variante hieß Airware und ich meine, die haben $200 Millionen verbrannt in 2 Jahren oder so. Ist dann in Flammen aufgegangen, wie man so schön das sagt. Also, amtlich. Ja, genau. Also das einfach nur sagen, ich habe hier eine Software, die sollen jetzt alle nutzen, ist nicht unbedingt Erfolgsversprechen. Man muss es schon sinnvoll angehen. Okay. Wie kamst du jetzt aber zu dem E-Auto-Thema? Du hast gesagt, ihr habt dann Entwicklungsauftrag bekommen im Prinzip und ich meine, dann daraus aber zu sagen, hey, guck mal, die wollen uns zwar dafür bezahlen, aber wir machen das jetzt selber alleine und größer und besser und mehr. Ja. Das sind ja schon so 2, 3, 4 Schritte, die man da weitergeht. Hm. Hast du irgendeinen Bezug zum E-Auto oder zu der Thematik? Ich überlege gerade, wann ich mein erstes E-Auto bekommen. 2019 müsste das gewesen sein. Also ich hatte da schon E-Auto, Kona, relativ früh, also zumindest in meinem Umfeld einer der ersten. Ja, ich bin selber auch, wenn man so will, in meiner Freizeit Aktivist bei den Scientists for Future und bei den Parents for Future. Also wenn man so will, die Erwachsenen- oder Wissenschaftsvariante von den Fridays for Futures. Und Thema Klimawandel und nachhaltig wirtschaften liegt mir schon am Herzen. Das war aber, wenn man so will, Zufall, dass ich sich ja mit dem Business Case getroffen hat. Das ist nett, aber das war nicht unbedingt der Hauptauslöser, dass ich jetzt zwangsläufig noch so etwas gesucht habe. Wir haben einfach nur gesehen, so okay, hier möchte jemand etwas von uns, nämlich eine Wallbox entwickeln. Ja, das können wir. Sowas haben wir schon gemacht. Wir wissen, wie das geht. Wir können uns da rein nerden. Man will, so eine Drohne ist vielerlei Hinsicht viel komplexer als eine Wallbox. Das Einzige, was sie nicht hat, ist ganz so hohe Leistung und Spannung und Ströme. Aber so ein kleiner Drohne hat auch mehrere kW Elektromotor vorne dran und Akkus. Also da muss man auch quasi das komplette System designen mit Antennen, Modems, Funk, CPUs. Also das ist schon aufwendig. Also wir haben halt das gesehen, gedacht, okay, das können wir, aber wir haben halt auch gesehen, wie es schief gehen kann und wie die Entwicklung halt vermutlich die nächsten 10 Jahre verlaufen wird
und dachten, okay, dann spulen wir doch vorwärts und machen wir doch diese Disruption, die so oder so kommen wird. Und das sahen wir als sehr lohnenswert an und als was Neues und Spannendes auszuprobieren. Verstehe, okay. Wann habt ihr dann genau gegründet und wo steht ihr da jetzt im Moment? Wir haben informell angefangen mit dem Thema Mitte 2020, formell gegründet Februar 21, also sind jetzt gute 2 Jahre dabei. Okay. Mhm. Und wie viele seid ihr jetzt? Wir sind jetzt ungefähr 20 Leute. Stellen gerade auch wieder gut ein, jetzt gerade nach der Finanzierungsrunde. Ich glaube, wir sind 19 Fulltime-Equivalents oder sowas. Mhm. Ändert sich auch dauernd deswegen. Okay, und und habt ihr jetzt auch schon irgendwas, was ihr anbietet? Wir haben was machen wir eigentlich? Ich sage mal kurz einen Schritt zurück. So eine Wallbox oder ein Supercharger hat wahnsinnig viel Software drin. Und das sind meistens Kommunikationsprotokolle. Wie kann eine Wallbox mit der Cloud kommunizieren? Stichwort OCPP. Wie kann so eine Wallbox mit dem Fahrzeug kommunizieren? Stichwort DIN 70121 oder die ISO 15118. Das sind so die typischen Kommunikationsprotokolle hier in CCS-Land oder in Amerika auch. Wenn man nach Asien geht, wäre es dann irgendwie CharDemo oder wie ist das neue CharG? Ich habe den Namen noch nicht ganz drauf. Ja, irgendwie so. Genau, ne? Würde es auch zusammenkriegen. Genau, und es geht aber noch weiter, so eine Wallbox noch mit der Solaranlage reden, nämlich wie bei E-Bus oder Modbus. Dann soll die vielleicht auch noch mit irgendeiner Handy-App reden, soll vielleicht mit dem Stromnetz sich synchronisieren, wann gerade Strom billig oder teuer ist. Also es ist so eine Art Kommunikationshub, der in alle möglichen Richtungen reden muss. Nur leider sind die Gegenstellen ganz verschieden. Und das größte Problem ist nicht nur, so ein Kommunikationsprotokoll zu implementieren. Und diese Protokolle sind so die meiste Arbeit in der Wallbox, in diese ganzen verschiedenen Sprachen da in die ganzen Richtungen zu programmieren und dann auch untereinander zu vernetzen. Weil wenn das Auto irgendwas sagt, muss ich vielleicht der Solaranlage sagen oder ich muss dann der Cloud irgendwie Bescheid sagen. Also dieses untereinander Verzahnen ist das zweite Problem. Und das dritte ist, diese Autos sind alle leicht verschieden. Die sprechen alle unterschiedliche Dialekte. Nur weil ich sage, ich habe ein ISO 15118 Fahrzeug, ist es so wie, ja, alle Deutschen sprechen Deutsch. Das heißt auch noch lange nicht, dass ein Ostfriese und Niederbayer sich verstehen, obwohl die beide Deutsch reden. Und diesen unterschiedlichen Dialekte in diesen Protokollen, das ist ein Wahnsinnsproblem. Und da geht, also, ne, wenn jemand sagt, hey, ich habe eine Wallbox fertig, sie kann irgendwas, dann kommt meistens erst das bittere Erwachen, dass man das nämlich gegen hunderte Backends testen muss und jedes anders ist und auf den Fahrzeugen genauso. Und das ist das, was wir anbieten. Also diese Software erstmal als Open Source zu machen. Open Source bedeutet, in unserer Variante, das kann jeder benutzen, jeder im Internet runterladen auf GitHub, das ist so eine Plattform für solchen Code. Man kann das auch kommerziell benutzen, man muss nichts zurückspenden. Also es gibt da verschiedene Varianten von Open Source. Eine ist, wenn du das benutzt, musst du aber aller Änderungen, alles, was du oben drauf baust, hinter auch Open Source machen. Das heißt, man hat hinter als kommerzieller Anwender kein Produkt mehr, weil man alles veröffentlichen muss. Das mögen große Firmen typischerweise nicht so. Da einzelne Ausnahmen, kleine Startups, aber so im Großen passiert das einfach nicht. Oder die zweite Variante ist, man darf es nehmen und darf damit machen, was man will, solange man den Programmierer nicht verklagt, was in diesem Fall wir werden. So, kommt also ohne Haftung. Programmieren nicht verklagen ist das richtige Stichwort, weil was wir jetzt anbieten ist, wenn ihr das von uns bezieht oder mit uns gemeinsam macht, dann übernehmen wir die Haftung, dann übernehmen wir auch die Wartung, dann nehmen wir die Garantie. Weil diese Protokolle, diese Sprachen entwickeln sich dauernd weiter. Jetzt ISO 15118, bidirektionales Laden, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Sind so die neuesten Themen, die hier als Sau durchs Dorf getrieben werden. Und es gibt da dauernd neue. Und es gibt dauernd irgendwie ein Land und irgendein Autohersteller, der wieder eine neue Idee hat, was er machen will. Mhm. Und das ist ein permanenter Kampf gegen Windmühlen auf einer Seite, wo man nichts zu gewinnen hat als Hersteller. Weil am Ende des Tages steht auf der Wallbox im Aldi drauf, kann Solaris laden oder kann, weiß ich, ISO 15118. Aber ob das jetzt auch mit jedem Auto funktioniert und auch noch in 2 Jahren noch mit den neuen Modellen, das ist kein Unterscheidungsmerkmal. Das heißt, dieses nicht unterscheidbare Feature zwischen den Herstellern kostet gerade 90% der Ressourcen. Und das Dumme ist immer weiter, weil es nicht einmal gemacht ist und dann fertig ist, sondern immer wieder Arbeit reinfließen muss. Und ja, das ist unser Geschäftsmodell. Das langweilige, aber große Stück der Software zu übernehmen, was nicht unterscheidbar ist zwischen den Herstellern von außen für den Endkunden und da Wartung, Integrationsdienstleistungen anzubieten und halt immer am Puls der Zeit zu bleiben, am Puls der Regulatorik, am Puls der Fahrzeuge und so weiter. Aber da muss ich jetzt einhaken. Ich finde es nämlich sehr spannend. Du sagst, da ist ganz viel Software drin, aber mir sagte kürzlich erst wieder jemand, dass eine Wallbox eigentlich nichts anderes ist als eine relativ dumme Steckdose mit ein bisschen Raspberry Pi. Ja, ja. Also das ist eigentlich
weit weg ist von Raketenwissenschaft. Okay, und richtig. Auf der anderen Seite haben wir diese Protokolle, von denen du sprichst, ja. Die aber, wenn ich sage, da gibt es unterschiedliche Dialekte, da gibt es unterschiedliche Ausprägungen und sowas, sind dann nicht einfach die Protokolle Schrott? Also müsste man nicht noch eins weiter vorne ansetzen und sagen, wir kippen OSCP über den Haufen, wir kippen meinetwegen die ISO 15118 über den Haufen und machen das einmal richtig. Wäre das nicht der eigentlich bessere Weg? Okay. Als zu sagen, wir nehmen jetzt den Schrott, der da ist und machen den irgendwie gangbar. So verstehe ich das zumindest ein bisschen. Ja, genau. Okay, zwei Fragen. Erste Frage, ja, es gibt, also Wallbox nimmt verschiedene Varianten. Es gibt die dummen Steckdosen, die sagen im Auto nur Bescheid, so viel Strom kannst du von mir kriegen und danach schalte ich die Spannung an und dann musst du halt die Steckdose benutzen bis zu einer gewissen maximalen Rating oder maximalen Zulassung, was diese Wallbox-Steckdose halt kann. Also Stichwort, kann die jetzt nur 6 Ampere, kann die 16, kann die 32, wie viele Phasen kann sie? Das kann die Wallbox signalisieren, relativ einfach mit so einem Rechtecksignal und dann je nachdem, wie breit das Rechteck ist, sagt die Wallbox Bescheid, wie viel Strom hier fließt. Dann gibt's auch so ein paar Fehlerzustände, aber da ist nicht viel dran. Das ist so ein besserer FI-Schalter und eine Steckdose, die sich selber ein- und ausschaltet. Aber diese super billigen Wallboxen, was ich so höre vom Markt, liegen gerade bei den Händlern auf Lager und niemand will die, weil mittlerweile die cooleren Wallboxen, nämlich die auch mit der Solaranlage reden können, die mit dem Auto kommunizieren können, wie viel braucht das Auto eigentlich noch und dann irgendwie vorausplanen können oder irgendwie abrechnen können im Mehrfamilienhaus oder mit dem Arbeitgeber oder halt, ich sag mal, direkt öffentlich betrieben werden, die also ganz viel mehr Logik haben und die auch nicht nur dieses dumme Rechteck-Kommunikationsprotokoll haben, sondern wirklich Datenpakete mit herschicken. Die verkaufen sich, und das ist unser Zielmarkt. Diese dummen Steckdosen, da machen wir nichts für. Da ist auch echt kaum Software drin. Okay. So, und zweite Frage mit dem Protokoll oder noch Rückfrage dazu? Ja, nee, gerne, genau. Deswegen jetzt die große Frage mit dem Protokoll. Es gibt so ein, wir haben jetzt hier keinen visuellen Podcast, weil ich kann euch mal in so einen Cartoon verlinken. Ich schicke den jetzt mal. Packen wir einfach dann in die Show Notes. XKCD Standards. Für alle die das jetzt nicht sehen, was ich hier gerade zeige. Es gibt so einen witzigen Cartoon dazu. Und da sitzen so zwei Männchen und sagen, boah, es gibt irgendwie 14 verschiedene Standards, die alle miteinander Wettbewerb stehen. Das ist doch total furchtbar. Wir müssen irgendwas daran tun, dass die Situation besser wird. Sagt die andere Person, ja, wir müssen einen neuen Standard entwickeln. Und die Situation hinterher ist, wir haben 15 Standards, die alle inkompatibel sind und miteinander im Wettbewerb stehen. Zu Deutsch, wenn ich jetzt hingehen würde und sagen würde, die Standards sind scheiße, ich mache einen neuen besseren, habe ich halt noch mehr conflicting Standards, die scheiße sind. Weil ich glaube nicht, dass wir das jetzt unbedingt besser können. Und selbst wenn ich die Hybris hätte, muss es sich erstmal durchsetzen. Und dann habe ich halt, ich sag mal, jeder kennt das vielleicht früher mit der Steckerverwirrung. Es gab viele verschiedene Stecker. Mittlerweile hat sich so CCS und Typ 2 hier durchgesetzt. In den USA geht's gerade erst los mit CCS versus Tesla-Stecker. Die fangen sich an, wieder zu streiten. Da gewinnt niemand von. Und bei Software ist das Schöne, man muss nicht diesen Kampf kämpfen, nämlich mit, oh, die Standards sind nicht kompatibel. Welcher Standard gewinnt? Mhm. In Software kann ich einfach sagen, ja, spreche ich halt alle Sprachen, mir doch egal. Und das ist unser Ansatz. Also unsere Software ist so gebaut, dass sie sagt, ich spreche jede Sprache und von jeder Sprache jeden Dialekt. Das ist auch die gesündere Lösung. Gibt es auch eine Analogie zu? Ich weiß nicht, Luca, bist du schon alt genug dafür? Kennst du noch die Browser Wars Anfang der 2000er? Erinnerst du dich? Ja klar, die Leikos-Werbung, wo der Hund einen irgendwie, Ja, da gab es so Websites für jede Website brauchte man einen anderen Webbrowser. Bei manchen stand halt bei, funktioniert am besten mit Internet Explorer 5.0, bei den nächsten brauchte ich dann Firefox. Und dann brauchte ich eigentlich alle das gleiche Protokoll gesprochen. Überall war HTML drin in der Webseite. Und es gab dann so Bestrebungen, also meine eigene Homepage, privaten Homepage, ist das auch noch drauf, stand und drunter so, ist Compliance getestet mit dem HTML-Standard und müsste deswegen überall funktionieren. Aber das war nicht, wie sich das am Ende gelöst hat. Das heißt, es hat sich nicht aufgelöst, diese Verwirrung, indem man gesagt hat, ich enforce jetzt mit Zertifizierung, dass alle sich 100% an den Standard halten. Ich rotte alle Dialekte aus. Was halt am Ende funktioniert hat, es gab halt einen Player, das ist Google Chromium und Safari, und das ist jetzt in ganz, ganz vielen Browsern drin, diese eine Browser-Engine, die sind dominiert 90% der Geräte und über verschiedene Marken, die dann oben drüber gezogen wurden, von Microsoft bis sonst was. Und wenn ich eine neue Webseite programmiere, teste ich dagegen und dann weiß ich, das funktioniert mit allen. Das heißt, was man geschaffen hat, ist eine Art Monopol. Aber Open Source, also auf eine freundliche Art und Weise, da muss jetzt auch keine Kartellbehörde einschreiten. Aber ich muss jetzt nicht mehr jeder gegen jedes testen, sondern jeder muss gegen eins testen.
Und wenn das funktioniert, funktioniert es dann halt überall. Und das ist auch unser Ansatz. Wenn wir, momentan müssen wir wirklich jedes Auto da draußen testen. Wir machen da wahnsinnig viel Arbeit. Aber das Ziel an so einer Open-Source-Konsolidierung ist, am Ende des Tages habe ich hunderte oder tausend verschiedene Produkte, die aber alle unter der Haube den gleichen Softwarekern haben. Und durch diese Monokultur, das klingt jetzt so böse, aber habe ich den Vorteil, dass ich als Autohersteller nicht tausende Boxen testen muss, sondern weiß, okay, ich muss die eine testen. Und wenn sie nicht geht oder wenn ich irgendwas Neues, Cooles machen will als Autohersteller, dann ergänze ich halt diese Box. Dann erweitere ich die. Und dadurch rüttelt sich so ein Ökosystem viel schneller, viel, viel besser. Das ist bei Bluetooth genauso. Es gibt irgendwie, ich sag mal so, zwei Hauptimplementierungen, die man testen muss. Das ist die Linux, und das ist die von Microsoft, und die ist überall drin. Und wenn ich, keine Ahnung, ein neues Headset programmiere, da baue, muss ich das gegen die beiden testen und ich bin fertig. Weil ich weiß, jedes Android-Device nutzt die da und jedes Phone und jeder Laptop und selbst Apple. Also die Idee ist, dass man so technologische Nordsterne hat, die alle irgendwie nutzen und sich alle darauf geeinigt haben, dass das jetzt die Wahrheit ist und das ist jetzt Norden. Das hilft wahnsinnig bei Technologieklarheit. Okay. Stichwort. Ich finde das sehr, sehr spannend, weil du sagst, das klingt dann alles so einfach und so trivial. Es gibt große Player am Markt. Ich würde sagen, Opel zählt zu einem dieser größeren Player in der Autowelt. ABL, würde ich sagen, beispielsweise zählt zu einem der größeren Player in der Wallbox-Welt. Und jetzt war es doch kürzlich so, dass, ich weiß nicht mehr, wer genau, ich glaube, Opel hat, glaube ich, ein neues Software-Update für den Corsa rausgeworfen. Und boom, konnte der Corsa nicht mehr laden. Ja. Bei ABL-Boxen, und zwar nur dort. Jetzt ist es so, dass wir wahnsinnig viele Wallboxen haben, grundsätzlich, die ja dann auch alle mit anderen ICs und so weiter. Also das ist schon die Hardware sehr, sehr, sehr variantenreich. Und beim Auto genauso. Und dann kommen die Dialekte, die du sagst. Und ihr sagt jetzt, ihr wollt mit aktuell knappen 20 Mann so performant dastehen und sagen, guck mal, von den Chinesen, die gerade in den Markt drücken, bis zu den alten Renault Zoes, die vielleicht aus Versehen auch nochmal noch ein Update gesteckt kriegen, plus all die Wallboxen, die vom, du sagtest es, vom Aldi bis zu, hast du nicht gesehen, auf dem Markt sind, machen wir, kriegen wir hin. Wir sorgen dafür, dass wir alles gegeneinander testen. Und dann sagst du, du hast diese Hybris nicht. Kannst du das zusammenführen für mich? Also erstmal, Startups haben Hybris. Das ist quasi die Definition eines Startups, weil sonst würde es ja jeder machen. Ne? Bitte, also erstmal check, so ein bisschen Hybris ist dabei. Aber natürlich glauben wir auch, dass das klappen kann, weil sonst würden wir es ja gar nicht erst versuchen. Natürlich, ein Startup hat immer ein gewisses Risiko, dass es nicht klappt. Das Schöne ist, wir sehen es halt schon klappen behind the scenes. Ich glaube, wir haben mittlerweile so 15 verschiedene Wallboxen, die mit unserer Software gelaufen sind. Da werden viele auf den Markt kommen. Und vieles davon sind auch so Multiplier. Zum Beispiel, wo fange ich an? Also wir bauen halt so ein großes Ökosystem auf. Normales Startup baut ein Produkt, verkauft es. So, das ist, sag mal, eine Kette mit zwei Elementen. Was wir machen ist, wir müssen ein ganzes Ökosystem erschaffen, also Leute, die mitprogrammieren bei uns. Wir haben andere Hersteller, die das tun. Zwei, die auch wirklich jeweils ein ganzes Team bei uns abgestellt haben, die bei uns mithelfen. Das heißt, es ist auch nicht nur auf unseren Schultern. Dann willst du so ein ganzes Ökosystem flippen. Machen wir es mal ein anderes Beispiel. Wenn du einen Drucker kaufst, hast du dann Treiber dabei, dass dein Drucker unter Windows funktioniert. Du würdest nie einen Drucker kaufen, wo ein Handbuch dabei ist und da drin steht, viel Glück, viel Spaß beim Programmieren. Vielleicht kriegst du es ja zum Laufen nach 5 Jahren. So würdest du nicht machen. Aber aktuell ist es so, wenn du eine Komponente kaufst und daraus versuchst, eine Wallbox zu bauen, ist das genau so. Jedes Stück Hardware, was du da einbauen willst als Hersteller, gibt es einen Datenblatt und steht dabei, wie du es zu programmieren hast. Was wir jetzt machen, ist, wir gehen zu den ganzen Herstellern und sagen ihnen, guck mal, wenn ihr das jetzt einen Treiber für uns programmiert, dann ist es viel einfacher für euch zu verkaufen. Für eure Kunden ist es viel einfacher zu kaufen. Alle haben hier viel weniger Stress und machen weniger Fehler. Und insgesamt volkswirtschaftlich sparen wir uns auch viel Arbeit, weil dann muss es halt nur einmal programmiert werden und nicht bei jedem Kunden einzeln. Also es ist unbestreitlich, das Richtige in einer Gesamtschau zu tun. Das hat aber natürlich auch irgendwelche Effekte, weil wenn jetzt jeder einen Treiber für uns hat, dann sind wir natürlich hinterher so die Go-To-People. Wir sind jetzt mit ein paar namhaften Herstellern am Arbeiten. Texas Instruments kennen vielleicht manche aus der Automotive-Welt. Die machen ganz viele Chips, die ja nicht so im Laptop die CPU sind wie Intel, sondern die eher so behind the scenes im Radio, im Navi, im ABS, also in solchen versteckten Geräten sitzen, in den ganzen Steuergeräten. Und was solche Hersteller machen, wir reden noch mit einigen weiteren, die ich noch nicht nennen darf, ist heute auch die nächsten Gespräche dazu,
die machen alle Referenzdesigns. Sie machen zum Beispiel so eine Wallbox, wo sie sagen, guck mal, hier ist eine Wallbox mit unseren Chips drin. Hier sind die Schaltpläne, hier ist die Software. Mach mal ein Produkt raus. Und dann gehen halt andere Hersteller hin und sagen, interessant, ich nehme das jetzt mal, modifiziere das ein bisschen, packe ein Rollset um, dann habe ich eine Wallbox. Und diese ganzen Referenzdesigns, die funktionieren halt besser, wenn Software dabei ist, weil dann ist es für, ich sag mal, die Hersteller hinterher viel einfacher, das nachzumachen. Und da kommen wir jetzt in ganz viele Referenzdesigns als die Standardsoftware rein. Das ist halt ein wahnsinniger Hebel für uns. Und da sind jetzt einige dabei. Da gibt es auch so eine zweite Kategorie von Herstellern neben den Komponentenanbietern. Gibt es Leute, die bauen Controllerboards für Ladestationen. Also das sind so Platinen, so als Gehirn der Ladestation. Und auch da sind jetzt der erste offiziell und ein paar weitere auch wieder behind the scenes gerade am Flippen und sagen, hey, wir machen das nicht alles selber, sondern wir machen das mit Phoenix zusammen oder mit dem Open Source Ökosystem Everest zusammen. Mhm. Die müssen ja nicht mal mit uns als Firma kollaborieren dafür. Und dadurch bekommt das Moment. Dann gibt es jetzt noch so eine Partnerschaft, ich glaube, die wolltest du vielleicht auch nochmal erwähnen. Cyber Security, es gibt die Trusted Computing Group, das ist so die, die fragst, wie technisch werde ich jetzt. Wenn ich ein Gerät habe und da Software drauf ist, möchte man als Hersteller natürlich sicherstellen, dass das die Software hat, die ich da haben möchte. Man möchte nicht, dass jemand irgendwie, keine Ahnung, an seinem ABS-System rumfuhrwerkt und eine eigene Firmware macht, weil dann bin ich ja hinterher schuld, wenn es nicht bremst. Heißt, man kann so Software-Updates signieren als Hersteller digital, da schreiben, dafür sorgen, dass die Geräte nur Updates installieren, die unterschrieben sind. Und dann gibt es so Spezifikationen dafür, wie man das macht. Es gibt spezielle Chips dafür, die das absichern. Und dieses Konsortium, was genau hinter diesen Verfahren steckt, hinter diesem Absichern von Software-Updates, das hat gesagt, ja, auch Laden muss sicherer werden. Mit wem machen wir das? Natürlich mit dem besten, größten Player am Markt, und das sind wir. Also wir sind sehr stolz darauf, jetzt offiziell sagen zu können, dass die Trusted Computing Group, was auch ein großes Industriekonsortium ist mit ganz vielen namhaften Namen von Daimler, NXP, Infineon, ich muss mir die Liste nachgucken, also ganz viele große Namen drauf, jetzt offiziell mit uns zusammenarbeitet an sicheren Laden. Und genau solche Effekte sorgen halt dafür, dass wir glauben, dass on the long way dieses Open-Source-Ökosystem Erfolg haben wird. Haben wir als Firma Erfolg, da nebenbei mit Geld zu verdienen? Let's see, das ist noch die zweite Wette, die wir eingehen müssen. Wir glauben schon, okay. Aber das kann unabhängig voneinander Erfolg oder Misserfolg haben. Da kommen wir ja nochmal zurück zu der Frage mit dem Businessmodell. Also woher weißt du das alles? Aber vor allem, wie wäre der Kern dessen, also was ist euer Produkt, was verkauft ihr? Momentan klingt es alles so, ihr seid ein großer Kindergärtner und schaut, sich alle gut verstehen und räumt den Quatsch weg, den sie rumgeschmissen haben. Und das wollt ihr jetzt vermarkten. Also wer bezahlt euch dafür was und wie heißt das Produkt? Also genau, also erstmal, die Firma heißt Phoenix, das Open Source Betriebssystem heißt Everest und die kommerzielle Variante davon, die wir dann vermarkten, nennen wir Basecamp, also wie das Basislager zum Everest-Aufstieg. Ich liebe Software-Analogien, es ist so schön jedes Mal. Ja, wir haben im letzten Startup haben wir alles nach Sternen benannt. Hier ist dann sowas wie Sirius und Lyra und so. Also dieses Mal sind es Bergmetaphern. Was ist der Unterschied zwischen der Open-Source-Variante und der kommerziellen? Ja, das eine kommt, wenn man so will, mit so einem Service-Level-Agreement, so nennt man das technisch. Also wir übernehmen die Haftung, die Verantwortung für gewisse Dinge. Wir lassen uns von Herstellern auch dafür bezahlen, allerdings dann halt nur einmalig, dass wir das einbauen, integrieren, und es dann halt auch fortwährend bezahlen, dass wir das am Leben halten. Weil Open Source ist, wenn du sagst Kindergarten, das ist bei Open Source nicht ganz anders oder nicht ganz falsch. Da hast du halt, dass dauernd Neuerungen kommen und Open Source, man nennt das immer so Cutting Edge und manchmal auch Bleeding Edge. Also man kann sich da schnell dran schneiden, weil es halt so neu ist und nicht immer abgehangen und nicht immer perfekt alles aufeinander abgestimmt. So, ich habe eben noch was reinprogrammiert und dann kommt eine andere Firma, programmiert noch was rein und dann passt das vielleicht nicht zusammen. Man muss also ab und zu mal einen Schnappschuss davon nehmen und sagen, okay, den räume ich jetzt auf, den bringe ich jetzt auf Stabilität, den teste ich jetzt gegen 50 Fahrzeuge, den teste ich jetzt auf jeder Endkundenhardware und das gebe ich dann dem Kunden. Ich kann ihm nicht die Bleeding-Edge-Version aus Open Source Repository geben. Und das ist unser Businessmodell. Dann gibt es noch ein paar Sachen, die obendrauf kommen, die wir damit ermöglichen. Effektiv sind wir hier so ein Mittelsmann zwischen den Hardwareherstellern und den Anwendern. Wenn jetzt ein Anwender zum Beispiel, also Anwender sind jetzt für mich nicht unbedingt Privatleute, sondern eher so Betreiber von ganzen Flotten oder die einen Use Case haben, der über sehr viele Ladestationen hinweggeht.
etwas machen möchten und das über Herstellergrenzen hinweg, ich sag mal smartes Energiemanagement oder eine Einbindung in die lokale Zeiterfassung oder in das Zustellsystem von einem Paketdienst und die dann ihre Boxen integrieren wollen, am besten machen sie das ja nicht auf einen Hersteller spezifisch, sondern übergreifend. Das heißt, sie brauchen uns als Software-Mittelsmann und da helfen wir natürlich auch gerne. Also auch da gibt es einige Business Cases für uns. Also im Kern verkauft ihr quasi die Lizenz, oder? Ja, nee, wir verkaufen die Wartung drumherum. Also die Lizenz ist wirklich kostenlos. Das Businessmodell kennt man vielleicht auch aus der Linux-Welt. Da gibt es große Konzerne. Ich glaube, Red Hat wurde gerade für 10 Milliarden Dollar von IBM gekauft. Die machen nichts anderes als Linux verkaufen, was ja eigentlich kostenlos ist. Verkaufen ist auch nicht genau, sondern die warten das im Auftrag von anderen. Okay. Kennt man so nicht von außen, wenn man nicht in der Branche steckt. Das ist, glaube ich, so ein echtes Software-Spezifikum. Ja. Ja. Auch eins ist, du hast schon mehrfach zum Thema Linux gesprochen. Was ich bei der Recherche mich sehr verwundert hat oder beeindruckt hat, vielmehr, sagen wir so rum, ist, dass Everest, also euer Betriebssystem, quasi auch Teil der Linux Foundation ist. Das heißt, da waren Menschen, die sehr, sehr viel von Software verstehen und sagen, was hat Zukunft und was nicht und was hat das Potenzial, irgendwie die Welt zu revolutionieren, um das mal ganz groß zu fahren. Die haben gesagt, das, was ihr macht, ist cool. Was glaubst du, warum haben die das gesagt? Also was ist warum seid ihr so viel geiler als alle anderen? Weil es gibt, glaube ich, so weil ich das auch recherchiert habe, sehr, sehr viele Unternehmen, die zumindest mal Teile von dem, was ihr vorhabt, auch machen wollen. Vielleicht fange ich damit an. Es gibt, ich glaube, aktuell würde ich jetzt so 4-5 partielle oder ganz Open Source Ladestacks kennen. Die gute Hälfte davon ist in der Lizenzvariante, die dafür sorgt, dass man das als Firma nicht nutzen kann. Das heißt, wenn du das nutzt und du baust irgendwas dazu, keine Ahnung, irgendwie, dass die Wallbox dir Beethoven abspielt, während du lädst, irgendein tolles neues Feature, was die Welt braucht, dann würde das Feature automatisch auch Open Source werden. Das will natürlich kein Hersteller. Das heißt, diese Lizenzen, die funktionieren, ich sage mal, in gewissen Nischen. Da gibt es zum Beispiel OpenWB, super Produkt, was man davon hört, haben auch eine echt aktive private Community. Aber lizenztechnisch ist es verdammt schwierig, ich sag mal jetzt für eine Siemens oder für eine ABB oder so etwas einzusetzen. Das ist, wenn man so will, eine toxische Lizenz, weil die ansteckend ist. Und damit ist eigentlich die Hälfte des Wettbewerbs schon weg. Und bei dem Rest, oder mehr als die Hälfte, beim Rest gibt es Leute, die bieten, wenn man so will, so Fragmente an. Die haben dann, was weiß ich, ein OCPP-Stack mal als Open Source. Oder die haben vielleicht mal einen Teil des ISO 15F8-Stacks als Open Source. Das löst aber das Problem nicht. Was wir uns wirklich einzigartig macht und dass wir, ja, also auch aus der Linux Foundation Welt Sicht und auch natürlich aus unserer eigenen wohl anscheinend korrekt verstanden haben, also aus meiner Sicht auf jeden Fall, wie man so ein Ökosystem aufbauen muss, dass es wirklich mit Industrie funktioniert, mit sehr, sehr vielen industriellen Playern, dass wir da die richtigen Lizenzen für gewählt haben und dass wir auch groß genug denken, dass wir nicht sagen, ja, wir machen jetzt dieses Detailproblem oder jedes Detailproblem, sondern wir bauen so einen Rahmen auf, wo man alle möglichen Sprachen einbauen und erweitern kann, wo man wie in einem Lego-System auch Sachen gegeneinander austauschen kann, die trotzdem mit einzelnen Lego-Bausteinen aber verbunden bleiben. Ich habe mehrfach von Kunden und von Partnern in der Industrie gehört, dass deren Hauptproblem ist, die nennen das Inter-Protocol Communication. Das klingt so technisch. Was sie damit sagen wollen ist, deren Problem ist nicht ISO 15F8, deren Problem ist nicht OCPP, deren Problem ist die Verbindung der beiden. So, wenn du da halt, ich sag mal, du kannst auch diese Sachen gegen Geld kaufen, so eine OCPP-Bibliothek, eine ISO-Bibliothek, aber dann ist es am Ende des Tages ein bisschen so, als ob du sagst, ich baue mir ein Haus, dafür nehme ich ein Stück Fischertechnik, ein Stück Lego, ein Stück Duplo und dann klebe ich das mit Heißkleber zusammen. Dann wird alles ganz toll. So bis ist halt die Sonne drauf scheint. Bis die Sonne drauf scheint und alles wegschmilzt. Ein schönes Bild für mich, sehr, sehr schönes Bild. Genau. Und was wir jetzt sagen, das ist alles aus einem Guss, aber trotzdem modular. Das sind halt Teile, die ineinander passen, aber trotzdem auch erweiterbar sind. Also man darf sich durchaus ein eigenes Teil fräsen oder dran bauen. Das ist dafür gedacht. Weil wir wissen halt, unsere Hersteller, die müssen sich ja voneinander unterscheiden, die stehen im Wettbewerb. Und das stellen wir ihnen auch nicht in Abrede. Wir müssen ihnen das halt ermöglichen. Wenn wir das nicht tun, dann bleiben wir halt eine Nische. Da wollen wir nicht sein. Und das hat die Linux Foundation halt überzeugt, unser Konzept. Die hat das Team überzeugt. Wir hatten die ersten Sachen zeigbar. Und mittlerweile, vielleicht muss man zur Linux Foundation auch sagen, die haben so verschiedene Bereiche. Insgesamt ist die Linux Foundation so die größte Non-Profit-Organisation weltweit für Software. Hat, meine ich, so 150 Millionen jährliches Budget. Eine Sekunde. Irgendwie so, es ist wahnsinnig viel auf jeden Fall.
Genau, wahnsinnig viel Budget. 200 Leute, ich weiß nicht, ein paar hundert Mitarbeiter, haben 800 Projekte, die sie betreuen. Ich glaube, 2000 Corporate Members, also deren meistes Geld kommt von Firmen wie uns, die da Mitglied sind und jährlich eine Mitgliedschaftsgebühr bezahlen. Dann machen die noch so ein bisschen Konferenzen, wo sie Eintritt nehmen. Aber über so etwas verdienen die ihr Geld und geben das halt aus für Vernetzung und Qualitätssicherung von Projekten. So, und die haben halt dann so verschiedene Bereiche. Und dann gibt es einen Bereich, in dem befinden wir uns. Der heißt Linux Foundation Energy. Da geht es um die Energiewende, wenn man so will. Das Stromnetz und Energiesystem der Zukunft. Erstmal wird fast alles elektrisch. Ich glaube, das haben viele schon gehört. Zweitens muss es sehr, sehr viel mehr geregelt werden als früher, weil ich nicht einfach sagen kann, ich mache ein Kraftwerk an und regle das gegen den Verbrauch, sondern ich muss vielleicht auch den Verbrauch drosseln, weil ich muss da vielleicht einen Akku noch einschalten irgendwo. Also es wird sehr viel komplexer und das bedarf halt mehr Software. Und genau diese Software für das Energienetz der Zukunft macht die Linux Foundation Energy. Und E-Mobilität ist ein wahnsinnig großer, wichtiger Teil für dieses Energienetz der Zukunft. Deswegen haben die aktiv nach Projekten gescoutet, die da diese Lücke füllen können in ihrem Portfolio. Und wir haben da am besten reingepasst. Okay, cool. Das lässt uns auch schon ein bisschen in die Welt des Ladens hüpfen, was ich als nächstes Kapitel mir quasi überschrieben habe. Du hast gerade gesagt, das Auto ist ein großer Teil davon. Ich würde noch mal einen Schritt vorgehen. Du hast auch schon viel von OCCP gesprochen, von der ISO 15118 hatten wir schon gesprochen. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären für alle, was die OCCP tatsächlich ist und warum das so schwierig ist damit. Weil es gibt ja unterschiedliche Varianten, die beispielsweise die 1.6, es gibt die 2.0.1, die gerade alle feiern, aber die sich irgendwie nicht so richtig verbreitet. Ist zumindest mein Eindruck. Kannst du vielleicht da noch kurz erklären, wo liegt denn da der Pain Point eigentlich? Also am Anfang fand ich es witzig, dass du einmal OCPP gesagt hast, einmal OCCP, weil gibt viel zu viele Akronyme und wir hatten das auch am Anfang nur mal falsch auf welchen Slides und ich habe es auch ziemlich oft schon falsch in der Industrie gesehen. Genau, also Open Charge Point Protocol, OCPP, darum geht es. Das ist ein Protokoll, also eine Sprache, wo ein Ladepunkt mit der Cloud, mit einem Backend kommuniziert und dann solche Sachen sagt wie, ja, hier ist ein Auto, das wir laden. Darf das? Und was soll das eigentlich kosten? Und hier, jetzt hat so und so viel geladen und schick ihm doch mal eine Rechnung. Und dann sowas wie, Ladepunkt, geht's dir eigentlich gut? Bist du kaputt? Bist du verfügbar? Bist du belegt? Ich schalte dich jetzt an oder aus. Ich starte mal ein Software-Update. Also all diese Sachen mit der zentralen Instanz, mit dem Management-System in der Cloud verbindet, mit den Ladepunkten. Darum geht's bei dem Protokoll. Da gibt's verschiedene Varianten. Das hat irgendwie mit 1.0 angefangen. Ich glaube, 1.1 war die wirkliche echt produktive Variante, die man einzelt noch draußen in the wild findet. Es heißt deswegen Open Charge Point Protocol, nicht weil es Open Source ist, sondern weil der Standard, also das dicke PDF-Dokument, wo drin steht, welches Datenpaket muss wohin geschickt werden, das ist öffentlich einsehbar und das darf jeder, ich meine, ohne Lizenzgebühren einfach benutzen. Das ist halt die Open Charging Alliance, die ist das Konsortium, das darüber wacht. Wenn man so will, yet another Industriebündnis, wo sich Hersteller zusammengetan haben, eine Non-Profit-Organisation gegründet haben und gemeinsam versucht haben zu definieren, wie sowas aussieht. Es gab halt in der Welt vorher, da gibt es auch einzelne Stadtwerke, die sitzen da noch ein bisschen in der Patsche, ich habe den Namen des Protokolls vergessen, aber es gab da mal im Rheinischen Revier einen Hersteller, der Ladeinfrastruktur an Stadtwerke verkauft hat, mit einem eigenen, selbst erfundenen Protokoll. Und deswegen funktionieren diese Ladestationen auch nur mit deren Backend und die verlangen dann irgendwie, ich weiß nicht, so Faktor 10 bis 100 mehr pro Monat für die Verwaltung eines Ladepunkts. Aber die Hersteller können nicht wechseln, weil das funktioniert halt nur aus einem Bus. Schön. Das ist dieses typische Apple-Effekt. Apple funktioniert nur mit Apple und deswegen ist es teuer. Und da man das nicht unbedingt möchte, haben sich halt die Hersteller zusammengetan und gesagt, wir müssen was machen, wo man alles mit allem funktioniert, in der Theorie. In der Praxis gibt es dann halt diese ostfriesisch versus bayerischen Dialektverwirrung. Aber ignorieren wir das mal für einen Moment. Dafür ist das Protokoll da. Es gab die Variante 1.6, die hat sich wahnsinnig verbreitet. Das spricht gerade eigentlich mehr oder weniger jeder Ladepunkt da draußen. Das spricht mehr oder weniger jedes Backend da draußen. Und seit, lass mich lügen, 2017 oder so, ist, glaube ich, die 2.0.1 fertig, irgendwie sowas. Also so mehrere Jahre. Theoretisch fertig, genau, ja, so. Genau. Natürlich, solche Sachen werden immer erweitert. Dann gibt es da
Klarstellung in diesen PDF-Dokumenten, ich weiß gar nicht, was die 201, wie viele Seiten die hat, aber es müssten mehrere hundert sein. Gibt es da Klarstellungen, gibt es dann irgendwie Erweiterungen, sowas wie, möchten jetzt mal noch irgendwie Plug-and-Charge oder irgendwas Lustiges noch oben drauf machen oder das heißt, das lebt. Warum hat sich die 201 nicht durchgesetzt? So, warum hat das so lange gedauert? Ich glaube, so langsam geht's los, aber die Leute hatten halt 1.6 fertig und dachten dann halt, oh, eigentlich ist es perfekt, das funktioniert doch, Never Touch Running System. Ah, dieses eine Feature hätte ich jetzt noch gerne. Weißt du was? Wir machen eine Erweiterung von 1.6 und portieren diese Idee, die eigentlich in 201 drin ist, zurück auf 1.6 und machen dann irgendwie so ein White Paper, wie funktioniert Plug and Charge mit 1.6 oder wie funktioniert, keine Ahnung, bidirektionales Laden abrechnen mit 1.6. Es gibt also ganz viele Erweiterungen. Was dann passiert ist, die Leute hatten keine Lust auf das All New, alles ist besser, großes Neues, 201, dann haben wir Stück für Stück die Sache nach 1.6 rübergefettet. Und dann gab es auch schon die ersten, die geunkt haben, naja, vielleicht wird 201 aussterben. Ich gehörte dazu, ich glaube, mittlerweile würde ich sagen, na, vermutlich kommt es doch. Also mir ist es am Ende als Firma tatsächlich egal. Wir implementieren beides. Aber ja, genau, das ist, glaube ich, so dieses Problem. Leute hatten keine Lust, so einen riesen Rewrite zu machen, mehrere hundert Seiten neuen Standards zu implementieren, wenn doch eigentlich alles geht. Mhm. Hashtag. Und dann, ja, das kleine bisschen, das können wir jetzt auch noch dazu packen. Und dann, das ist halt genau das Problem dieser Standards. Die sind halt nicht statisch. Da kommt immer wieder was dazu. Okay. Aber das heißt, es hat eigentlich gar keine richtige Auswirkung, wenn dazu gezögert wird auf die Portierung, weil das alte Protokoll trotzdem alles kann, weil man es halt händisch ja, es dran, gibt schon Sachen, mit Heißkleber, wie du es vorhin so schön beschrieben hast, mit Heißkleber dran gepoppt hat. Naja, vom Prinzip gibt es dann halt so Protokollerweiterungen. Es gibt dann ein Security White Paper oder es gibt optionale Profile. Also diese Protokolle, auch wenn die denkt, die 1.6 ist alt und die ist jetzt so, wie sie ist, die lebt schon noch weiter. Was große Neuerung in 2.0.1 ist das Device Model, so wie ich das sehe. Das heißt, man kann wirklich die Innereien der Ladestation besser beschreiben und sagen kann, welche Komponenten gibt es da drin und wie geht's jetzt, keine Ahnung, dem Relay und ist dem vielleicht zu warm geworden. Also, dass man so mehr so eine Art Röntgenblick auf die Ladeinfrastruktur hat. Das macht's halt auch so schwierig, weil deswegen muss man halt das nicht einfach nur übersetzen, man muss halt wirklich anders denken und die Software anders aufstrecken. Das war, glaube ich, der große Bremser. Vielleicht kannst du jetzt an der Stelle einfach OCPP und Everest in Relation setzen, damit der geneigte Zuhörer vielleicht noch ein bisschen zum Worten fahren. Everest ist, wie gesagt, die Software, die in der Ladestation läuft. OCPP ist die Sprache, die diese Ladestation über das Kabel mit der Cloud spricht. Also dieser Draht, der da ins Internet geht oder das 5G-Modem, das dann ins Internet funkt, das, was da übertragen wird, diese Sprache, die die Wallbox sprechen muss, das ist OCPP. Und wir sind die Software, die diese Sprache spricht. Also Unterschied zwischen, keine Ahnung, ich bin Marco, aber ich spreche Deutsch. Also Everest wäre dann der Marco und Deutsch wäre dann das OCPP. Okay. Okay. Sehr gut. Ein anderes Thema ist das bidirektionale Laden. Das hast du auch schon vorhin kurz angesprochen. Kannst du mit einfachen Worten sagen, warum es bisher das noch nicht gibt? Ich glaube, es kommen eine ganze Menge Sachen zusammen. Also ich glaube, einmal industriepolitisch, was ich hier beobachte, ist, dass der große heilige Gral ist, wo man sehr viel Geld mit verdienen kann. Das möchte aber auch jeder selber verdienen. Ich gucke jetzt nochmal Richtung Autohersteller. Das heißt, die geben sich ein bisschen Mühe, dass es nicht abfließt, diese Wertschöpfung. Und deswegen werden manchmal Sachen etwas komplizierter oder mehr beschützt, als sie hätten sein müssen, rein von technischen Ebene. Das sieht man übrigens bei ganz vielen von diesen Protokollen, dass man denkt so, oh mein Gott, ist das kompliziert und warum ist das so? Und das ist doch ein an vielen Stellen manchmal keine gute Idee, dann gibt es manchmal so industriepolitische Gründe, warum das so ist, wie es ist. Da muss man halt einmal durch als Industrie. Also einerseits gibt es natürlich viele Interessenleitungen, dann gibt es ganz viele weitere Aspekte. Wenn ich jetzt bidirektionales Laden über DC mache, also ich sag mal direkt die Batteriepole vom Auto anzapfe und dann, ich sag mal, zu Hause einen Solarinverter hinstelle und dann sage, okay, hier hast du die Batterie, nimm die Spannung raus und speise das ins Heimnetz ein, hatte ich eine ganze Menge Regulatorik, die noch nicht so richtig fertig war. Und das hätte aber gehen können, und das tatsächlich geht auch schon. Und da war es auch von der elektrischen Sicherheit, auch vom Stromnetz, so wie ich das gesehen habe, machbar. Weil ich meine, Solarinverter, die einen Heimakku ins Heimnetz einspeichern, gab es schon ewig. Ne? Das ist irgendwie gelöste Technik und ich hätte jetzt den Draht zum Auto verlängern müssen. Also trivial gesprochen. Aber solche Solarinverter sind teuer und die kosten halt ein Vielfaches von der Wallbox, weil ich dann wirklich Leistungselektronik machen muss, die aus der Gleichspannung des Autoakkus Wechselspannung machen muss. Also das kostet richtig Geld und
Man konnte als Heimperson jetzt auch nicht so viel Geld damit verdienen, indem man das Stromnetz einspeist. Also das ging alles noch nicht so wirklich. Man konnte halt irgendwie seinen Privatverbrauch damit stützen. Also da war irgendwie so ein bisschen Kostenhindernis. Zweite Variante ist, ich baue eine AC-Wallbox. Also ich lasse das Auto direkt die Wechselspannung erzeugen. Und die Wallbox schaltet quasi nur noch die Drähte vom Auto mit dem Stromnetz zusammen. Tatsächlich kann man das auf Autoseite wohl mit gar nicht so viel Zusatzaufwand, sondern Onboard-Lader umbauen in AC-On, also bidirektionalen Onboard-Lader, wenn man nur will. Das Riesenproblem dann ist aber, und das ist immer noch nicht perfekt gelöst, es gibt halt nicht das Stromnetz weltweit. Es gibt halt weltweit, ich glaube, allein in Europa über 20 Grid-Codes, in den USA ein paar hundert. Also Grid-Code ist, wenn man so will, Varianten des Stromnetzes. Welche Spannung hat das? Welche Frequenz? Wie viele Phasen? Also und wie viel darf ich jetzt einspeisen? Bei welcher Spannung muss ich in Rot-Abschaltung machen? Und welcher Frequenz? Also es gibt dann so verschiedene Parameter. Und da gibt es halt sehr, sehr viele von. Und ein Auto bewegt sich. Das heißt, ein Auto muss eigentlich in jeder Situation wissen, aber was gilt denn hier? In Deutschland gibt es eine Variante. Das wäre vielleicht noch einfacher. Wenn ich jetzt über die Grenze nach Italien fahre, habe ich vielleicht schon wieder ein Problem. Europa ist, wie gesagt, auch noch ein halbwegs gutes Land. USA ist da ganz, ganz krass und vielfältig. Mhm. Das ist halt auch wirklich ein ernsthaftes technisches und Zertifizierungsproblem. Wie löse ich das jetzt genau? Das wird, und jetzt gibt's halt in der Industrie auch den großen Battle und ich mag mir doch gar nicht anmaßen, wer da gewinnen wird. Vermute ich einfach beide. Ob ich jetzt bidirektionales Laden über AC oder DC mache, es gibt für beides gute Argumente. Es wird beides irgendwie kommen. Es ist beides bei Herstellern in der Pipeline. Ich glaube, vermutlich kurzfristig mehr DC, aber es wird auch AC geben. Ja. Und also das sind so die technischen, die politischen Probleme. Dann habe ich auch noch so witzige Probleme wie Steuerrecht, was ich jetzt so als Anekdote mir zugetragen wurde. Das stellt euch vor, ihr ladet kostenlos auf der Arbeit einen Akku voll, nehmt den Strom nach Hause und versorgt damit euer Haus. Dann ist es ja irgendwie geldwerter Vorteil, der plötzlich viel größer ist. Und wie versteuere ich das denn jetzt? Und dann gibt es wohl manche Stromnetzbetreiber, die auch Angst davor haben, dass ich jetzt Strom mit dem Autoakku durch die Gegend fahre und ich die Stromnetze weniger benutze. Und gefühlt fällt das in die Kategorie Homöopathie, Angst vor Homöopathie. Ich meine, das ist so wenig, es wirkt ohnehinig. Aber also anscheinend gibt es viele Ängste und wir haben uns da so ein bisschen als Gesellschaft verhakt. Aber es kommt gerade ins Rollen. Also das wird jetzt, glaube ich, die nächsten Wochen und Monate Dinge auf den Markt kommen. Ich wollte gerade fragen, also du sagst, was deine dein Erwartungshorizont ist in Zeit, aber das heißt Wochen und Monate, das heißt, wir kriegen das noch 23 in die Puschen hier. Ja, also sagen wir es so, wir haben einen DC-Prototypen hier stehen mit dem Kunden. Moment, Prototypen habe ich, was das bidirektionale Laden angeht, schon 2015, glaube ich, 30 gefühlt. Okay, also Entschuldigung. ich weiß, dass er zertifiziert ist. Der Kunde wird es vielleicht auch nicht in großen Stückzahlen bringen. Das ist für eine gewisse Nische gedacht. Aber was wir zum Beispiel da machen, ist, mit denen eigentlich nach offizieller Lesart braucht man für bidirektionales Laden die ISO 15F8-20. Das ist so der neueste Untervariante von der Kommunikationsprotokoll mit dem Auto. Weil da es halt spezifiziert ist, wie das zu sein hat. Auch hier gibt es wieder ganz viele Hersteller, die keine Lust darauf haben und die es auch anders machen und andere Varianten, vielleicht nochmal drauf eingehen. Was man auch machen kann, das haben wir jetzt gerade ausprobiert, das hattest du im Vorgespräch mir gegenüber erwähnt, dass du das in deiner Recherche gefunden hast. Wir haben jetzt mal 40 Fahrzeuge durchgetestet, wie viele Fahrzeuge einfach den Akku freigeben nach außen hin, obwohl man und einfach entladen erlauben, obwohl man ihnen das gar nicht gesagt hat. Das sind schon eine Handvoll. Mit denen kannst du einfach DC-mäßig das Auto entladen und damit dein Haus versorgen und sie tun nichts dagegen. Und nach Rücksprache mit den Herstellern ist das auch mindestens mal akzeptiert, wenn nicht sogar gewollt. Weil technisch muss man wirklich etwas tun, damit das nicht funktioniert. Das heißt, was wir auch sehen ist, die allermeisten Hersteller stecken Geld ins Engineering, um das aktiv zu verbieten. Und manche tun es halt nicht. So gerade die Koreaner, die sind da ein bisschen easier. Also Kona, Hyundai. Genau, ja. Also für euch, ich verlinke euch das natürlich auch in die Shownotes. Bei GitHub gibt es von Pionix eben so eine Art Whitelist, könnte man sagen. Wobei es auch eine Blacklist. bei denen die Autos eben aufgelistet sind, denen ihr Strom gezogen habt. Fand ich super cool und super spannend. Luca, du wolltest und ich wollte Stelle noch an dieser Stelle sagen, auch, genau. Ich glaube, Marco hat es ja vorhin schon gesagt, aber ich sage, GitHub ist... soll ich dem Softwareentwickler erklären, wie es funktioniert oder was es ist? Das ist eine Art Plattform, auf der Entwickler Code, teils kostenlos oder auch Bausteine, eigentlich ist alles kostenlos da, hochladen können.
um zu zeigen, was es gibt. Und dann können andere das reviewen, also anschauen, erweitern, Verbesserungen, wenn es Probleme gibt, kann man diskutieren drüber. Ja, so. Und so eine Art Wikipedia für Programmcode, könnte man fast sagen, ne? Ja, es ist halt noch ein bisschen mehr, weil er nicht nur erklärt wird, sondern halt auch irgendwie da Programme. Also da gibt es ja ganze Software, die funktioniert und fertig ist. Ja. Und nicht nur, guck mal, das ist es. Also ja, ist eine coole Plattform. Ich glaube, von Microsoft gekauft vor 2-3 Jahren auch für, auch Open Source, soweit ich weiß, es GitHub und für riesig viel Geld gekauft worden. Auf jeden Fall ist es einer der wichtigen Player im Open Source Ökosystem. Die verdienen halt Geld, nicht indem sie Software verkaufen, sondern eine Dienstleistung. Das ist so der große Trend hier. Du hast vorhin gesagt, die AC-Variante geht auch, indem man einfach nur den Lader umdreht. Ich glaube, Lutz Stiegler von Volvo hat uns damals gesagt, man muss einfach nur die Diode gegen den MOSFET tauschen. Also, das fand ich sehr, sehr spannend. Nicht einfach also, umdreht, aber also, es macht bei den BOM-Kosten hinterher nicht viel aus. Wo die Hersteller alle Angst vor haben und was halt vermutlich ist halt ein großer Einmalkostenblock. Du musst dieses Auto dann, wie halt auch jeden Solarwechselrichter, gegen ja literally 100 verschiedene Stromnetze zertifizieren. Das heißt, die Zertifizierungskosten, die sind richtig hoch. Und das ist dann, also das ist das eigentliche Problem. Und aktuell muss man auch sogar jede Kombination von Wallbox und Auto gemeinsam zertifizieren. Das heißt, du kannst das nur als Pärchen machen, was natürlich nicht funktioniert im Markt. Aber da wird gerade dran gearbeitet, wie man das irgendwie hinkriegt, dass man das entkoppelt. Also das heißt, ich muss dann den ID4, ID-Bus, wen auch immer, mit dieser ABL-Wallbox für das Stromnetz in Deutschland und das muss dann merchen. Weil ich, also so grundsätzlich muss ich sagen, dann kann ich halt als VW nur hergehen und sagen, mein Auto darf das nur, wenn du an der ABL-Wallbox, dann habe ich halt nur die eine, dann verkaufe ich die im konkreten VW-Fall. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen hier im Podcast, gehe ich halt zu Elli, von der Idee zumindest, wenn sie das produzieren würde, wofür sie gegründet wurde, also zu den VWs, was ist das, Energiemanagement Tochterfirma, die Wallboxen verkauft, Laden, Strom, ich glaube, die sind sogar eigene Kraftwerksbetreiber oder so ähnlich. Wie auch immer, ich gehe zu denen, zu der Elli und sage, guck mal hier, ich habe einen ID4 gekauft oder einen ID-Bus, gib mir eine Wallbox. Und dann darf ich das halt nur in Deutschland, darf das nicht in der Schweiz. Okay, wie oft bin ich in der Schweiz, wenn ich in Deutschland das Auto kaufe? Kann ich sein, aber ich darf es halt da nicht, weil die ganzen Autos haben ja ohnehin das, irgendwie ein GPS. Ja. Und die wissen ja, wo sie sind. Also es ist jetzt eigentlich keine Raketenwissenschaft. Normalerweise nutzt du das ja auch irgendwie nur so am Arbeitsplatz oder zu Hause. Das sind die typischen Use Cases. Da könnt ihr ja sogar sagen, die zwei Adressen. Dann zu Hause zieht jetzt nicht so oft um, aber du kaufst dir vielleicht ein paar Jahre ein neues Auto und du möchtest dir ja nicht jedes Mal eine neue Wallbox kaufen. Na, für VW könnte das ein wahnsinniges Kundenbindungsprogramm sein. Ja, ich habe ja gerade von Industriepolitik und von gewissen Partikularinteressen gesprochen. Jetzt siehst du, wo es herkommt. Warum nutzen die dieses Thema nicht und sagen, guck mal, du kaufst jetzt den ID4, der war zwar schlecht, oder der ID3, der erste, aber du musst dir wieder einkaufen, weil du hast die Wallbox für 10.000 Euro gekauft. Also, das ist doch total einfach. Also, warum machen die das nicht? Niemand reißt sich ja die Wallbox deswegen aus. Was man so an Gerüchten hört, gibt es Hersteller, die an solchen Konzepten arbeiten und das auch versucht haben durchzusetzen, aber das dann erstmal industriepolitisch oft länger dauert bei Corporates als bei Startups, bis so etwas dann wirklich am Markt kommt. Und ich glaube, manche von diesen Projekten sind dann auch in den Jahren zwischen, ich sag mal, die Idee und Umsetzen bis zum Markt irgendwie unterwegs sind doch wieder gekillt worden. Also genau diese Überlegungen finden statt. Das ist ein Grund dafür, dass es so lange dauert. Mhm. Seid ihr dann mit eurem System irgendwie ein Enabler, wenn man das so schön sagen darf, für die bidirektionale Laden? Oder ist das für euch auch nur so ein Seiten-Use-Case, weil ihr euch an grundlegenderen Themen gerade abarbeitet? Nee, das ist vom Prinzip ist ja unser Business-Case immer, wenn ein Hersteller irgendwie eine Wallbox hat, die er tausendfach verkauft, dann hat er keinen Grund, da irgendwie Arbeit reinzustecken und zu uns zu wechseln. Und wenn der Hersteller dieses Gehäuse ändert oder was weiß ich, dann ist auch kein Grund, was in der Software zu ändern. Es gibt also immer dann, wenn so ein Hersteller sagt, boah, auch das noch. Jetzt muss ich irgendwie bidirektionales Laden mit 5 verschiedenen Standards supporten und Ford macht wieder irgendeinen eigenen Standard, weil sie keine Lust drauf hatten, was die ISO vereinbart hat und also, ne? Wenn die sagen, das ist mir zu viel, ich habe jetzt keine Lust mehr, gibt's einen schnellen Weg, das zu lösen, dann kommen wir zur Sprache und sagen halt, guck mal, also unser Use Case ist immer dann da, wenn es Innovationen gibt, wenn es Änderungen gibt in der Regulierung, in den Standards, in den Eigenschaften der Fahrzeuge, wenn die Leute sagen, ich mache hier eine nächste Produktversion und ich habe keine Lust, das schon wieder alles alleine zu machen. Das macht gar keinen Sinn. Und dann kommen die zu uns. Gerade jetzt ist das Thema bidirektionales Laden. Das heißt, genau mit so etwas kommen gerade ganz, ganz viele Leute und rennen uns die Tür ein. Okay. Noch ein anderes Thema, das habe ich bei der Einleitung kurz angesprochen, das ist das Thema Sicherheit beim Laden. Ihr habt, glaube ich, jetzt auch erst kürzlich eine Kooperation bekannt gemacht, die ihr
ja, geschlossen habt oder vereinbart habt. Genau, das war diese Trusted Computing Group, von der ich vorhin gesprochen habe. Ja. Genau. Wie wichtig ist es denn in deinen Augen überhaupt? Du machst Software für Wallboxen, das heißt, das ist irgendwie Cybersecurity-mäßig ein Thema. Wie groß ist in deinen Augen überhaupt die Wahrscheinlichkeit, dass man Wallboxen softwareseitig gegen Angriffe sicher machen muss und gegen was? Spannendes Themenfeld. Also erstmal sehe ich, dass das all unseren Kunden wahnsinnig wichtig ist, dass man da etwas tut. Cybersecurity ist gerade auf der Management-Ebene so eine der wichtigsten Checkboxen, über die diskutiert wird. So, könnt ihr das? Ja, nein. Manchmal ist es dann schwierig, rauszukriegen, was will der Kunde im Detail? Und manchmal weiß er das auch gar nicht. Ist auf jeden Fall eine wichtige Checkbox. Also, viele wissen es auch. Also, ich will jetzt nicht da einen Kamm ziehen. Gibt es halt verschiedene Aspekte, so etwas wie, dass ich sicherstellen kann als Hersteller, dass die Firmware auf meinem Gerät läuft, die ich da drauf haben wollte. Und ne, so auch Gewährleistungsthematiken. Das ist so eine Sache, dass da das drauf installiert wird, was ich will. Aber wenn man jetzt ein bisschen größer denkt, mein Worst-Case-Beispiel ist immer, wir wollen ja demnächst alle irgendwie preisgesteuert laden und irgendwie dann laden, wenn der Strom gerade billig und zu viel da ist. Stell dir ein Szenario vor, irgendjemand schafft es, dieses Preissignal an die Charger zu manipulieren und plötzlich sagen, ey, guck mal, es kostet jetzt 0 Cent. Dann fangen plötzlich an, 1 Million Autos zu laden. Dann haben wir hier vielleicht plötzlich ein kleines Lastproblem im Stromnetz. Wenn jetzt plötzlich, keine Ahnung, 1 Million Autos mit 11 kW, 11 Gigawatt plötzlich angeschaltet werden, das ist schon ein kleiner Schlag ins Genick. für Stromnetz, vermutlich kriegen die das auch abgefangen, aber also du hast da viel Potenzial für Schabernack, muss man vorsichtig auszudrücken. Und es geht auch natürlich auch wahnsinnig große Werte um Geld, die, also Energie kannst du ja in Geld irgendwie umrechnen, was kostet eine Kilowattstunde. Also es werden auch viele Summen bewegt, wie so ein eigenes Banking-System. Es gibt da sehr viele Interessen, entweder weil man Sachen kaputt machen will, entweder weil es ein Hobby ist oder weil man quasi gerade sich im Krieg befindet mit einem anderen Region oder Land oder weil man irgendwie Finanzströme abzwacken will. Es gibt da also durchaus einen Grund, warum man das beschützen will. Im Großen jetzt. So, zum Beispiel Preissignal ist so ein offensichtliches Beispiel. Aber auch im Kleinen, ganz ehrlich, ein großes Problem, was wir gerade haben als Software-Schmiede, die auch da auf Qualität Wert legt und auch Sachen gut machen will, ist, dass viele von diesen Standards unsicher bei Design sind. Da kann man gar nicht viel machen. Bei der ISO gibt es einige Probleme oder ganz triviales Beispiel. Ihr kennt auch alle diese RFID-Bezahlkarten, ne, fürs Laden. Mhm. Die kann man einfach kopieren. Das kostet ein paar Euro und man kann vermutlich auch irgendwie im lokalen Ladepark einfach mithorchen, was für Ladekarten da gerade benutzt wurden und dann die daraus klonen. Man muss also auch nicht mal in der Mitte sein, auch nicht mal physisch in der Nähe. Also es diese Datenübertragung über quasi über Powerline funktioniert in so einem Ladepark zwischen Auto und Ladestation und die auch nicht an der Ladestation endet, die streut halt in die ganze Nachbarschaft. Also man kann da viele Sachen machen, aber die Standards sind halt so, wie sie sind. Und genau deswegen muss man die schon weiterentwickeln. Ich habe ja vorhin gesagt, wir wollen nicht den neuen Standard machen. Was wir machen wollen, ist da mitwirken. Und wir möchten halt auch, wenn man so will, der Sandkasten sein, neue Sachen auszuprobieren. Es gibt so einen schönen Spruch, also ganz vielleicht andersrum angefangen. Diese Open-Source-Bewegung ist groß und die gewinnt gerade in der Automobilindustrie, der Automotive-Industrie richtig an Fahrt. Früher, wo ich das bei Bosch meine Lehre gemacht habe, vor 20 Jahren, war Open-Source so, niemand wusste davon. Also es gab Teufelszeug. Und wenn überhaupt, war es Teufelszeug. Microsoft war auch früher richtig, richtig böse gegen Open-Source. Da gibt es berühmte Videos auf YouTube von Steve Ballmer, ja. Man sich mal nach googeln. Großartig. Aber mittlerweile verdient Microsoft wahnsinnig viel Geld mit Open-Source und ist auch einer der Hauptvorreiter. Also auch die haben sich gewandelt. Die Automobilindustrie, die wandelt sich jetzt gerade. Da kann man jetzt mal zugucken. Auf der Fahrzeugseite gibt es gerade die Software-Defined Vehicle Working Group, auch so ein langer Name. Was die machen, ist so verschiedene Software-Komponenten fürs Fahrzeug zu Open Source und gemeinsam zu entwickeln. Und da ist das Who is Who der deutschen Industrie drin. Also Bosch, Daimler, VW, also you name it, Conti. Und deren Slogan ist zum Beispiel Code First, Standard Second. Also die Standard Second, quasi in klein geschrieben, aber die überlegen es früher, hat man sich so ein paar Experten jahrelang zusammen hingesetzt und so einen Standard geschrieben, so, keine Ahnung, OCPP 201 oder ISO 15F820, haben dann hunderte Seiten Papier produziert und irgendwann hinterher mussten ein paar Ingenieure das implementieren, dachten, okay, aber die Seite 15 widerspricht sich mit der Seite 98,
ah, das waren vermutlich verschiedene Autoren, das sieht man noch am Schreibstil, die haben vielleicht sich nicht im Detail abgesprochen. Und dann merkt man halt, was für Probleme es in der Praxis gibt. Was es halt in anderen Industrien gab, so Stichwort wieder Browser und HTML, das ist jetzt andersrum. Da wird erst eine Erweiterung programmiert zu dem Standard-Software-Stück, was alle nutzen. Dann wird das ausprobiert, dann gibt es erstmal eine Beta-Phase, eine öffentliche, eine Alpha-Phase, alle nutzen das. Und irgendwann schreibt man dann mal das PDF auf und veröffentlicht das als neuen Standard. Aber da ist quasi der Code zuerst da und der Standard wird später verabschiedet. Man flippt also diese Reihenfolge. Ich sage, Standards sind immer noch wichtig, dass man sich einigt, dass man das sauber dokumentiert. Aber man sollte es vorher ausprobiert haben. Und am besten ist quasi diese Ausprobierungsphase direkt ein Teil des Rollouts. Und dann das, was dann funktioniert hat nach dem Ausprobieren, das sollte man einfach alle benutzen und nicht dann quasi nochmal neu programmieren, weil dann gibt es ja nur neue Fehler. Gibt es auch dieses schöne Stichwort in der IT, die Bug-Kompatibilität. Jede Software hat Bugs, wo solange alle die gleichen haben, sind alle happy. Weil dann ist es wieder kompatibel. das heißt, alleine durch, dass es verschiedene Softwaren gibt, ist es per Definition immer irgendwie hakelig. Und wenn man lange genug wartet, geht das vielleicht weg. Es sei denn, man hat währenddessen Innovation, dann ist es nämlich ein Moving Target, man kommt nie an im gepriesenen Land. Und deswegen, ja, ich weiß gar nicht, wo wir hergekommen sind. Also, was wir machen wollen, ist mit den ganzen Gremien zusammenarbeiten an den neuen Standards und dann halt die zuerst umsetzen. Gerade Cybersecurity ist da so ein ganz großes Themenfeld. Okay, haben wir das auch abgehackt? Dann würde ich zu guter Letzt noch einen, also finde ich mega spannend, auch könnte man, glaube ich, noch sehr lange drüber reden, aber dazu reicht die Zeit heute leider nicht. Wir hatten, oder du hast auch schon vorhin gesagt, mit dem Thema Tesla und der Tesla-Stecker, der neue. Und du hast gerade viel von Standardisierung gesprochen und von Vereinheitlichung und derlei Dinge. Wie siehst du das denn aus deiner persönlichen Sicht? Ihr baut gerade ein Betriebssystem für verschiedene Wallboxen und da gibt es ein Protokoll, das dann irgendwie so funktioniert, CCS, also das Schnellladen. Und jetzt sagt Tesla, vorweg schon vor mehreren Monaten, wir wollen das anders machen, weil wir das anders machen wollen. Ich glaube, es ist auch billiger, es ist anders gremienmäßig und sicherheitsmäßig noch eine andere Nummer. Mhm. Und jetzt sagt Ford und auch GM und ich glaube, wie heißt dieser andere kleine lustige Flugautohersteller, Aptera, glaube ich, also total wichtig. Ja. Die sagen jetzt, hey, CCS, schön und gut, aber wir machen jetzt mal den Tesla-Stecker. Natürlich vor dem Hintergrund, dann können wir auch das coole Supercharger-Netz ausrollen oder benutzen und haben es dann doch deutlich einfacher. Und Tesla muss keine weiteren Adapter bauen, die, glaube ich, auch, wie man zumindest hört und liest, nicht immer so brillant funktionieren. Wie siehst du das für die gesamte E-Mobilitätsentwicklung, auch was Wallboxen, Ladestationen etc. angeht, wenn sich jetzt das doch nicht auf einen Standard standardisiert, sondern so komische Paralleluniversen geht, die eben nicht kompatibel sind? Also erstmal glaube ich, diese ganze, also für Europa ist die Entwicklung ohnehin durch. Also Europa ist auf CCS und auch Tesla hat hier auf CCS gesetzt. Ich glaube nicht, dass das Fass hier nochmal aufgemacht wird. Vor allem haben wir ein dreiphasiges Stromnetz und der Tesla-Stecker ist nur einphasig. Also der würde hier gar nicht funktionieren. Da könnte ich zu Hause halt nur mit, keine Ahnung, 3 kW laden oder so in Deutschland. Also das wird hier nicht kommen, dafür ist es nicht ausgelegt. Und das sagt Tesla auch immer, dass es denen in Nordamerika geht und die haben halt nur ein einphasiges Stromnetz im Großen und Ganzen. Dafür dürfen die mehr Schieflast, mehr Ampere. Also das passt da schon ganz gut zusammen. Es gibt so ein paar elektrische Sicherheitsprobleme, die man haben kann, wenn man irgendwie DC und AC über die gleichen Pins jagt. Was ist, wenn das Auto was durcheinander bringt? Klemme ich plötzlich die Batterie aufs Stromnetz und habe ich plötzlich 800 Volt Offset irgendwie auf dem Toaster oder dem Fernseher nebenan, überlebt er das? Also mir kann da so Probleme geben. Ich gehe davon aus, dass sie das im Griff kriegen, dass die elektrische Sicherheit ist auch nicht unsere Baustelle. Am Ende des Tages stehen wir auch ganz neutral daneben, weil wir wollen uns da nicht in so einen politischen Streit verzanken. Also unser Ziel ist es, die Software so modular zu bauen, dass sie mit jedem Standard geht. Ich sag mal, von den asiatischen bis europäisch bis Nordamerika. Deswegen ist uns das ein Stück weit egal. Wir begleiten das. Wir supporten da jeden Hersteller, was auch immer er bauen will. Und am Ende sorgen wir für die Kompatibilität, indem einfach die Software alles kann, dass es dann irgendwie egal ist, weil die Software so eine Art universale Übersetzer ist, der das hinkriegt. Zusätzlich muss man aber auch sagen, so schlimm ist es nicht aus Software-Sicht, was den Tesla-Stecker angeht, weil nämlich das die gleichen Protokolle sind wie im CCS-Stecker. Also softwaremäßig gibt es da keinen Unterschied. Mhm. Okay, dann klingt das doch alles gar nicht mal so düster, wie es zwischendrin war. Ja, und aus den USA hat sich auch noch lange nicht festgelegt. Ich meine, Europa ist halt echt alles CCS und USA gibt es halt Electrify America und noch so ein paar, die so ein paar Dinger da ausgerollt haben, aber das Tesla-Netz ist halt immer noch viel, viel größer.
Ja, eben, aber deswegen ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich das dann dadurch irgendwie halt jetzt der Pflock so tief ins Fleisch gerammt wird, dass er halt einfach nicht mehr rausgeht. Ja. Weil wenn GM sagt, wir machen das, und wenn Ford sagt, wir machen das mit denen mit, dann gibt es da nicht mehr so viele riesige Volumenhersteller, die da irgendwie ausscheren könnten, um dann Parallelstandards zu setzen. Also ich halte nichts von diesen Adaptern, die man irgendwie dazwischen hängen muss, weil ich glaube, das kann dreckig werden, das gibt mechanische Probleme, also da, ne, lieber nicht. Aber es macht auf gewisse Art und Weise auch Sinn, wenn die das mit dem, wie heißt das nochmal, North American Charter Standard? NACS. NACS machen. Ja, aber am Ende des Tages, wir sind da agnostisch. Alles klar. Und ich glaube, ich will nicht sagen, dass es sich Sinn macht oder lohnt. Boah, halt mich da lieber raus. Alles klar. Dann sind wir auch schon kurz vor Ende. Oder hast du noch eine Frage, Gerd? Nee, ich habe heute viel gelernt darüber, wie sich Software und Sprache ähneln und dass man Standards auch immer nach dem Sprechen quasi etablieren kann und dann in den Duden schreibt. Richtig. Das ist ja auch immer so die Ansage, im Duden steht nur das, was die Leute sprechen. Ja. Von daher war es mega interessant. Vielen, vielen Dank. Aber bevor wir ganz zum Schluss kommen, macht wie immer der Luca noch ein paar AB-Fragen mit dir durch. Genau, es ist nicht so schlimm. Es geht mehr darum, dass du dich für das Für oder Wider entscheidest der jeweiligen Frage. Und wenn es eine kleine Anekdote dazu gibt, lass die gerne wissen. Auf eine bin ich ganz besonders gespannt. Aber zunächst, bist du mehr der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte? Streaming. Ferrari oder Tesla? Tesla. Apple oder Google? Google. Okay. Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Boah, schwierig zu entscheiden. Bauernhaus, glaube ich. Okay. Auto oder Fahrrad? Fahrrad, ja, beides. Auch wieder so in Mitte. Also ich fahre... Du bist sehr entscheidungsfreudig, ich sehe, ja. Ja, wenn ich irgendwie Freizeit habe, liebe ich es irgendwie mal, keine Ahnung, 50 oder 100 Kilometer Rad zu fahren. So ein Auto macht auch Spaß, aber Fahrradfahren macht noch mehr Spaß. Aber natürlich fahre ich viel mehr Auto als Rad. Okay. Sagen deine Mitmenschen von dir, dass du ein guter Fahrer bist? Deine Kinder zum Beispiel, wenn du die in die Schule fährst? Oh je. Die hören bestimmt irgendwann nach. Ja, also um ehrlich zu sein, ich glaube, die beschweren sich immer. Also gerade meine Tochter macht gerade Fahrradprüfung und immer, Papa, da steht aber ein so und so Schild, da ist 30, du fährst 31 und so ähnlich. Ihr könnt euch den Rest denken. Es ist gerade etwas anstrengend. Okay, schön. Datenschutz und AGBs. Bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept All? Privat Accept All, im Business lese ich Read All. Okay. Ich habe da mehr Verantwortung und es hat einen größeren Schaden, wenn was passiert. Verstehe. In Sachen Adrenalin, bist du mehr der Typ Motorradfahrer oder würdest du lieber entspannt fliegen, fischen gehen? Rennrad den Berg runter, nicht genau. Motorrad. So gesehen. Okay. Star Wars oder Star Trek? Trek. Kaffee oder Tee? Limonade. Tee meinetwegen. Okay. Steak oder Falafel? Steak. Guilty Steak, ja. Ja, okay. Nachteule oder Lerche? Nachteule, definitiv. Okay. Und vielleicht die Anekdote zu dem Steak. Du wolltest Anekdoten hören. Meine Mutter ist aus Brasilien und es gibt dann hier diese, meine Kinder nenne ich mal den brasilianischen Löwen, weil da ist halt Rodizio und das heißt, dass das brasilianische Grillen. Oh, das werde ich nicht von lassen können. Das ist sehr lecker und ja. Ja, und eine letzte Frage, die noch auf meinem, nicht auf meinem Zettel steht, aber die sich aufdrängt, weil wir mit einem Startup sprechen oder mit jemandem von einem Startup, die sich um das Elektroautoladen kümmern. Warum steht im Regal hinter dir im Hintergrund ein Lego-Gerät, mit dem man Kohle baggert oder was ist das? Also erstmal, genau, das ist ein großer Lego-Technik-Tagebau-Bagger. Man muss aber auch sagen, dass oben drauf ein Darth Vader-Helm steht. Ja. Ich finde das eine schöne Kombi, weil Darth Vader bedient hier quasi den Todesstern, der quasi ganze Planeten zerstören kann. Also muss es als Gesamtarrangement lesen. Ja, mein Gott, ich kämpfe schon für den Klimaschutz und was hier Menschenschutz ist. Aber ich spiele trotzdem gerne mit Technik, um das Lego-Zeug, tut nichts weh. Es gibt auch Leute, die sammeln Dampfeisenbahnen, aber niemand möchte damit nach Hamburg fahren. Okay, das ist ein schönes Schlusswort für dich. Vielen Dank dir. Marco, vielen Dank für all die Infos, deine Einschätzungen und auch die ganzen Erklärungen an euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört uns wieder in 2 Wochen am Freitag und bis dahin freuen wir uns natürlich auf euer Feedback. Und deswegen schreibt uns gerne eine Nachricht an podcast@move-magazin.de. Hinterlasst einen Kommentar bei Spotify, bei iTunes, sagt uns, wie euch es gefallen hat, die Folge. Und auch wenn ihr eine Frage an den Marco habt, schickt mir die gern. Ich leite die weiter und ich bin mir sicher, Marco wird die auch beantworten.
Und ansonsten vergesst natürlich nicht, den Podcast zu abonnieren, zu bewerten, etc. pp. Ich sag tschüss, danke und bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank, Gerd und Luca. Hat Spaß gemacht. Gerne wieder. Ja, danke auch. Ciao, ciao.